Dumm. So. Weiß nicht warum, aber uns geht langsam das Trinken aus. Das hier müsste unser Getränkestockpreis sein. Deswegen New Pot. Pot Asch. Nein, Make Rock Pot. Make Rock Pot. 30 Stück. So. Gut. Das wäre auch geklärt dann mal. Und wieder ein erwachsener Zwerg. Gut. Und die Musik klingt gerade etwas bedrohlich, aber das wird am Sommer liegen. Gut. Okay. Was sagen die Seeds eigentlich? Kitchen. Warm Muscle? Nein. Prickleberry Seeds können verkocht werden. Wir haben Dimple Cup Spawn. Wir haben Sweet Pot Seeds. Plump Helmets. Wir haben noch Pigtail, Caveweed und Sweet Pots, jede Menge. Also brauchen wir uns um die Samen erstmal keine Sorgen machen. Plumper mit Spawn haben wir sogar 121. Was mich eher interessiert gerade. Farmen. Was haben wir an Quarry Bushes? Jede Menge und nichts. Okay, das heißt unser Cloth. Mensch. Erst einmal Quiver. Adamantit Quiver. Nein, Leder Quiver. 10 Stück. Und New Order Bag. Construct Cloth Bag. 10 Stück. So. Und ich habe vergessen, jemanden einzustellen, der sich um das Weaving kümmert. Das kommt aber auch noch. Jedenfalls haben wir jetzt erst einmal Holz. Was macht das Wasser? Das steigt ganz, ganz langsam. Dafür ist aber auf jeden Fall schon mal unsere Verteidigung hier jetzt ausgebaut. Jetzt muss sie nur noch mit Wasser gefüllt werden. Hier ist jede Menge Blut. Badgerblatt. Ah ja, okay. Die Jäger haben ganze Arbeit geleistet. Hier alles voller Blut zu machen. Ja, ein Hoch auf die Jäger. Das bedeutet, ich muss auch bald mal hier den Dining Room ein bisschen größer machen. Vielleicht noch so... Ja, nochmal 10 Tables und 10 Stühle. Da oben wird übrigens auch nicht weiter gemeint. Was machen denn die beiden? Der eine dickt, der andere trinkt. Okay, was dickt der eine? Ach, der baut da hinten die Verteidigung fertig aus. So, wie sieht es mit den Blocks aus? Jobmanager, die sind fertig. Das heißt, das nächste, was wir machen müssen, ist Diggen. Und zwar hier die Wände weg. So, von hier bis hier die Wände weg. Diggen. So. So. Gut. Dickt er noch? Ja, er dickt noch. Tut er
Hier? Nein. Er macht, glaube ich, die Wände weg, ja. Und die Händler werden sich bald verdrücken. Gut, wir sind im dritten Jahr. So, die Wände sind weg. Build. Groß C. Wall. So, jetzt werden wir Mauern bauen. Hier, und zwar aus... Genau, Granitblöcken. Nehmen wir Granitblöcke, das sieht schön aus. So, und noch mehr Mauern. Noch mehr Granitblöcke. Noch mehr Mauern. Hier. Noch mehr Granitblöcke. So. Hat einen ganz einfachen Grund, warum ich das so machen muss. Also die Lehmwand wegminern und dafür Mauern bauen muss. Fortifications kann ich nämlich nur in Steinwände reinmachen. In Lehmwände, so wie hier drüben, oder in Erdwände geht das nicht. Also die kann ich nicht schleifen oder polieren. Nebenbei Smooth Stone. Hier bis hier. Bitte smoothen noch. So, die Wand wird schon mal gebaut. Aus Granit. Stein, Blöcken. Und ich habe deswegen extra Blöcke genommen, weil Blöcke leichter sind. Also mein Mason kann sie schneller transportieren. Und ich kann aus einem einzigen Stein mehrere Blöcke herstellen, wie man gesehen hat. Also wenn ich gucke, ich habe 30 Blöcke in Auftrag gegeben. Groß C, Wall. Wenn ich da jetzt gucke, die Wand mal etwas breiter mache. So, die Wand. Granitblöcke habe ich 69 Stück, obwohl ich nur 30 Blöcke insgesamt in Auftrag gegeben habe. Gabbro-Blöcke habe ich 36. So, hier aus Granit. Noch eine Wand. Hier aus Granit. Und noch eine Wand. So. Auch aus Granitblöcken. So. Gut. Einer kümmert sich da unten ums Schleifen. Und nachher ums Fortifizieren. Also Schießscharten draus machen. Befestigungen, durch die man durchschießen kann. Wasser füllt sich ganz langsam. Das, obwohl ich so viele Buckets habe. Ja, da ist ein Farmer unterwegs gewesen damit. So, baut erstmal die Fortifications auf, also die Mauern. Dann werden die nämlich zu Fortifications umgewandelt. Und wir haben Lederquiver. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Müssen wir den Jungs hier noch die Quiver irgendwie zuordnen, also der Uniform. Aber exact matches, color, gloves, Helm, Material. Groß M. Achso, hier können wir Material zuweisen. Sollten wir ihn erst einmal Weapon ist. Name Uniform. Ah, Weapon. Crossbows. Und die dafür dann rausschmeißen. Mit Enter können wir ein Item deleten. So, Crossbows. Und die sind aus Wood. So, weil Wood Crossbows. Bei den Crossbows kommt es mehr aufs Können und auf die Munition drauf an. So, können wir ihnen noch was? Color? Ja, wir können Sachen färben. Nee, nicht ganz. Overclothing? Replace Clothing? Overclothing, ah ja. Weapon, also nein, ich glaube Quivers und solche Sachen, also Supplies. Das holen sie sich alles selber dann. Gucken wir mal kurz. Squad. Equipment, genau.
Warum seid ihr alle auf Melee? Palisades, Uniforms. Ach nee, halt, das war Supplies, Equipment. Delete Item. Nö. You assign Uniforms. Die sind alle falsch ausgerüstet. Use for Squad Archer. So. Genau, so. Was ist eigentlich P? Low assigned items. Ah, Sheepwool Quiver. View Customize. Die müssten jetzt eigentlich sich Leder Quiver holen, wenn sie im Dienst sind, natürlich. Aber erstmal lasse ich sie außer Dienst, dass der General Holz weghacken kann. Wenn ich mal kurz gucke, was unsere Stocks so sagen. Okay, trinken dem wieder zu. Was sagt die Küche? Dwarven Wein, Dwarven Rum. Okay. Was sagt der Manager? Rockpots werden noch hergestellt. Deswegen gebe ich mal hier oben einen Auftrag. Add new task. Process plans to bake. So, da wir Bags haben. Ja, sie sind wurden hergestellt. So. Machen wir gleich nochmal mehr Rockpots. Rockpot. Weil wir ja genug Stein haben. Nochmal 30 Stück. Bei unseren Stonecraftern. So. Wir haben ein paar Betten, die wir noch aufstellen sollten. Da wir jetzt hier ein paar Privaträume haben. So, so. 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 Und so. Na, wir haben noch Betten. Mehr als genug Betten, wie es mir scheint. Ich glaube, ich habe sogar 20 Stück hergestellt für die 20 Räume hier. Genau, Needs Bed. Was ist mit Türen? Machen wir erst einmal hier Türen hin, um die Schlafräume so abzudichten. So, dann haben wir ein paar Idler was zu tun. Könnten immer noch mehr Wasser da reinschütten, zum Beispiel. Währenddessen deklariere ich mal weiter hier Zonen. Beziehungsweise muss ich sie da unten deklarieren? Nein. Ich muss sie hier oben deklarieren. Kann ich nicht irgendwie, nein, noch irgendwas mit der Zone anstellen? Assign, not cage, currently patient, female male. Achso, das ist Defect Filtering. Achso, damit kann ich Sachen hier oben. Assign? Nein, das wollte ich nicht. Ups. Hoch bitte zu den Dingern hier. Assign Animal. Nein, das wurde nicht gemacht, oder? Oder ist jetzt hier irgendein Hund in der Pond gelandet? Dö? Nein, so, jetzt ist es weg. Kommt, Leute, schnappt euch Eimer. Ich brauche mehr Wasser da drin. Und hier unten sind doch genug Eimer. Oder muss ich hier die Water Zone noch größer machen? Ich mach mal die Water Source hier noch etwas größer.